Und da sind wir wieder mit einer neuen Folge Let's Play Take It Light. Und weiter geht's. Wir sind ja hier tief im Dungeon. Ganz alleine. Den großen Zombies ausgesetzt. Apropos, mich hat übrigens gerade eben beim Starten des Spiels ein Zombie angegriffen. Also nicht wundern, dass die XP, dass der XP-Button ein bisschen weiter vorne steht als beim letzten Mal. Da konnte ich jetzt nichts für. Mach's nix. Oh, da ist Lava. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Ich höre eine Spinne, das ist wiederum nicht so gut. Da würde ich jetzt gerne runter. Ich hüpfe jetzt einfach. Nikolaid nennt man das. Und das ist Tungsten Ore. Und da ist mein Redstone. Ich bin glücklich. Zack. Warum steht hier ein Sohn? Ach ja. Okay, weiter geht's. Schnell darüber. Das Schöne ist, mit der Taste M kommen wir in das Minimap-Menü und wir werden jetzt erstmal hier einen neuen Waypoint hinzufügen über Edde namens Lavasee. Das wird nämlich unser wunderschönes Lavaseechen sein, das wir anzapfen werden. Das zeige ich euch nicht, ist erst später wieder anzeigen lassen, wenn ich es dann wirklich brauche. Okay, 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 okay. Ist ja alles safe, jo. Okidoki, weiter geht's. Ich will meinen Redstone haben. Was das angeht, über Lava zu buddeln, bin ich immer sehr, sehr vorsichtig. Denn ich habe schon viele Erfahrungen gemacht. Vor allem, dass meine Rohstoffe dann flöten gehen, wenn sie in die Lava fallen. Das will ich natürlich auf gar keinen Fall. Oh, mein geliebter Redstone. Ja, das gefällt mir sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Nikolaid, lass uns erstmal da oben hängen, weil mit Nikolaid weiß ich ehrlich gesagt auch erstmal nichts anzufangen. Oh, noch ein neues Erz. Das ist Ferrous Ore. Da weiß ich genauso wenig, was man damit machen kann, wie mit Bleed Ore. Aua. Komm, geh spielen. So. Da vorne war noch was. Seht ihr das? Oh mein Gott! Ich glaube, so schnell habe ich noch nie in einer gesamten Checkit-Welt, beziehungsweise Minecraft-Welt, Diamanten gefunden. Oh, 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 erstmal sichern. Erstmal alles sichern. Oh mein Gott. Das ist ja so wunderbar. Was tun wir dafür weg? Ach, scheiße, auf diese blöden Covers. Ich will... No. Das hat jetzt prima geklappt. Okay. Sticky weg. Ich scheiß da drauf. So. Diamant Nummer 1. Das freut mich sehr. Das freut mich wirklich sehr. Hier höre ich einen Enderman. Egal. Den ignorieren wir jetzt erstmal. Und gehen weiter in der Hoffnung, noch mehr Diamanten zu finden. Das wäre so cool. Yeah. Aber jetzt erstmal abgesehen vom Diamant. Nicht legen, nicht legen in der Lava. Das mag ich ja gar nicht. Okay. Machen wir hier erstmal weiter. Und Gold sollten wir auch mitnehmen, denn Gold kann man auch immer gebrauchen hier. Im Take It Light. Ja, ja, ja. Das Inventar ist voll geschissen mit allen möglichen Scheiß. Merk schon. Die brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Was ich auch sehr gerne mache, ist bei so Lavaseen drumherum buddeln. Denn am Rande von Lavaseen sind die schönsten Schätze versteckt. Ja, die würde Steinspitzhacke keine Materialien verschwenden. Ja, mein Gott, hier ist es aber auch am Stühlen wie sonst was. Wie im Puff nebenan. Das ist auch furchtbar. Schöner großer Lavasee, das gefällt mir sehr. Das heißt, es gibt ganz viel Strom, ey. Ich mag es nicht, wenn es zischt. Da kriege ich immer Creeper-Ängste. Zucke ich immer voll zusammen.
Aber wer das nicht? Wer viel Minecraft spielt, der kennt auch das typische Zusammenzucken, wenn man ein Zischen hört. Redstone. Ganz viel Redstone, das ist gut. Und eben weil wir diese Lavasee noch ausbeuten werden, werde ich sie nicht zubauen, also im Sinne von reinbauen, sondern nur drüber bauen. Und noch mehr Diamanten. Oh mein Gott, im Diamantenparadies bin ich hier gelandet. Ich glaube es nicht. Das ist eine wunderbare Karte. Also den, den Dingens hier. Oh, jetzt fehlen mir die Worte. Den Cichigo, den werde ich öfter benutzen, glaube ich. Also das war jetzt wirklich ein Volltreffer. Aber hallo. Sehr gut. Oh, das mag ich. Das mag ich sehr. Echt, so viel Glück habe ich wirklich selten. Okay, hier ist Dingens. Tun wir uns mal den Luxus und... Ich meine, ein Lavablock kann man ja wohl verkraften. Okay, das sieht mir sicher aus. Und rein da. 3, 2, 1, meins. Okay, wie viel haben wir? 36, das ist gut. Oh mein Gott, was ist denn hier los? Das ist doch... Pff, meine Fresse. Ey. Alter. Aber ich habe so das Gefühl, dass... auf dem Diamantenglück doch wahrscheinlich ein Todesunglück folgt. Aber das hoffe ich natürlich nicht. Das heißt, wenn wir die Diamanten jetzt hier erstmal abgegraben haben und ein bisschen Redstone noch gesammelt haben, werden wir den direkten Weg nach oben nehmen und uns nicht den Weg zurücksuchen. Das ist mir wesentlich viel zu riskant, ja. Nein, das tun wir nicht. Auf keinen Fall. Oh, herrlich, ey. Oh mein Gott. Übrigens, um das erste richtige, richtig heftig geile Teil zu bauen, brauchen wir 11 Diamanten. Ja, das ist viel, aber es lohnt sich. Dieses tolle Ding nennt sich Quarry. Viele von euch kennen es vielleicht, die es schon mal in Tech zu weit so weit gebracht haben. Und die ist toll. Denn die Crowby, die buddelt für uns viele, viele große Löcher. Das ist ziemlich cool, dann braucht man nämlich selber nicht mehr runtergehen. Kriegen Rohstoffe ohne Ende. Und das ist ziemlich geil. So, schnell von der Brücke runter, nachher kommt ein Creeper und sprengt mir unter meinen Füßen alles weg. Meine Güte, also der Weg zur Crowby ist... Oh mein Gott, einfach so ein Riesen... Oh Gott. Leutchen, seht ihr das? Das ist der Hammer. Ich würde sagen, es läuft. Es läuft gut. Es läuft sehr gut. Oh, das macht mich glücklich, ehrlich. So viele Diamanten auf einem Haufen hatte ich echt noch nie. Noch nie in meiner ganzen gesamten Minecraft-Welt. Jetzt mal von Tekkit abgesehen. Also, wow. Ich muss sagen, nicht schlecht. Und übrigens, ich glaube nicht, dass die Spawnrate von Diamanten hier in irgendeiner Weise erhöht ist. Das glaube ich nicht, denn wie gesagt, auch im Tekkit hatte ich schon ziemlich viel Pech, was das Diamantensammeln angeht. Sehe ich da noch mehr? Und deswegen glaube ich nicht daran, nein. Auf keinen Fall. Okay, gut. Die nehmen wir auch noch mit. Die sind gut, gut, gut. Noch zum Punkto Saphir und Kuh-Werkzeuge. Leider ist es wie in Minecraft üblich, so dass man Obsidian wirklich nur mit einer Diamantspitzhacke abbauen kann. Das ist ein bisschen blöd. Aber naja, so braucht man wenigstens auch am Anfang wieder Diamanten um... Oh, apropos Diamanten, da sind noch mehr. Oh mein Gott, ich fasse es nicht, ey. Nee, nee, nee. Das ist... Ich würde sagen, ein Diamant noch und wir haben unsere Quarry. Oh, ist das herrlich. Oh, noch das Gold nehmen wir auch noch mit. Ach, prima. Prima, prima, prima. Ja, 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 das mag ich wirklich sehr. Oh, herrlich, herrlich. Ich komme aus der Euphorie gar nicht mehr raus. Ja, nein, das sollten wir nicht tun. Uns von Lava erschrecken lassen. Okay, 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 okay. So, hier ist drüber Wasser. Ich, okay, was sagen denn die Rohstoffvorkommen? In unserer Tasche Zinn. Gold brauchen wir jetzt mal am Anfang nicht so sehr. Kupfer. Kupfer ist wichtig. Kohle. Okay, 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 das ist prima. Das Silber nehme ich ehrlich gesagt auch schon mit.
wie gesagt, auf das Nikolite scheiße ich erstmal. Davon kriegen wir hinterher eh so viel, wenn wir alles abbauen, wenn wir mit der Quarry arbeiten, dass das alles nicht mehr wirklich von Belang ist. Ups, aua, aua, aua. Na, nicht machen. Okay, jetzt bin ich wieder etwas vorsichtiger. Okay, hier geht's quasi in Richtung Haus. Ich denke, ich werde es so machen. Ich werde... na, na. Ab. Ja, ich werde diesen Weg hier hochnehmen. Ah, ich sollte wieder nach da, nach da, nach da, nach da. Okay. Nehmen wir den Weg. Ist zwar Lava, aber es ist mir jetzt Schnuppe. Sind wir dann bei 13? Okay. Könnte was länger dauern, aber... Oh. Das hört sich nach Party an hier oben. Zombie-Party. Hoffentlich buddeln wir dran vorbei. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist blöd, das ist blöd, das ist blöd. Also da ist ein blöder See. Das nervt mich jetzt wiederum. Okay, jetzt müssen wir hier durch. Na? Ich merke, das ist doch nicht der ideale Weg. Sorry dafür. Ja, gut. Gehen wir ein Stück weiter. Na, 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 na. Das finde ich uncool. Auch noch so ein harter. Mensch. Level 20. Meine Güte, das geht aber fix. Sehr fix. Okay. Langsam voran. Versuchen wir es hier. Wir trotz allem wirklich nichts riskieren, weil ich mal so viel Diamanten, wie wir im Pack haben, sollten wir auf keinen Fall was riskieren. Apropos, ich sollte mal neue Fackeln machen. Stiggy und ein bisschen Kohle, die gute Kohle. Egal, dafür kriegen wir noch genug. Und wir haben jetzt erstmal am Anfang sehr viele Diamanten gefunden. Das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn wir da noch vorne ein bisschen für Fackeln drauf gehen lassen. Geht jetzt schon sich nicht mehr ganz so stöhnisch an. Und sieht mir auch wieder aus wie Richtung Haus. Das ist gut. Okay, da stimmt es immer noch. Die Kohle nehmen wir mit. So. Nichts riskieren hier. Nichts riskieren. Die guten Diamanten. Menschenskinder sind. Ach nö, ey. Also langsam fühle ich mich veräppelt. Okay. Das sieht mir nach unserem Ausgang aus. Ah, ja doch. So, dann machen wir den. Bin ich sicher? Oh, was essen, was essen, was essen? Ah, Entdeckung. Ich sag ja, nichts riskieren. Die guten Diamanten. Ging's da nicht raus? Ich meine, da ging's raus. Opa. Nein, lass mich ruhen. Übrigens, wenn du es noch nicht weißt, wer springt, der crittet. Also wenn man zum Beispiel einen Zombie oder wie ein Skelett gerade im Sprung trifft, der crittet. Das heißt doppelter Schaden.
böser Kies. Gib mir meinen Homie. Ja, hier wird rumgestöhnt. Supi, supi. Treppchen bauen, Treppchen bauen, Treppchen bauen. Und... ja, gut. Treppchen, Treppchen. Ich würde sagen... Welcome back home. Puh, da sind wir. Und zack, direkt erstmal Ladung sichern hier. Uhuhu. Sehr gut. Diamanten weg. Huh, yeah. Silberkannen weg. Oh Gott, brauchen wir auch erstmal nicht. So, jetzt kommen wir zu den ersten Maßnahmen. Okay, wir hatten ja hier schon ein bisschen Kohle gemacht. Mit dem können wir erstmal unsere Furnace befeuern. So, jetzt brauchen wir erstmal... Ah doch, ich glaube... Machen wir erstmal alles davon, so viel wir eben können. Und hier werde ich jetzt erstmal den Riegel vormachen. Ich meine, ich habe keinen Bock, dass mir da unten, naja, irgendwie ein Creeper ins Haus kommt und mir mal ein hübsches kleines Mini-Häuschen wegsprengt. Das ist ja ziemlich uncool. Das wollen wir nicht. Oh, apropos. Ein bisschen mal Schrott hier raustun. Fäden hat man nicht gerade eben noch Fäden gehabt. Hier sind die Fäden. Okay, 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 okay. Halt, die brauchen wir. Die Potato brauchen wir auch. Und Flachs brauchen wir auch. Dann bauen wir uns mal geschwind, nicht aus Eisen, aus Stein eine kleine... Okay, Moment. Stieß. So schnell die Ho gebaut. Und dann heißt es auch schon wieder, nehmt euch ein Abo und bis zum nächsten Mal.